Haar groß. Always give it 100, don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing, I'm always... For granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some... Auf der ganzen Welt spielt ab.
Analyse heute. Ja, Heimspiel, Derby-Tag und ja, was soll man sagen, ne? Scheiße ist halt scheiße, ne? Wenn sie halt abkacken, kacken sie ab und das machen sie bei uns nämlich auch und heute haben wir Derby-Sieger, hey, hey, jawohl, wir sind Derby-Sieger geworden. Teil 1, Teil 2 kommt in der Rückrunde. Ja, Teil. Ja, wie haben wir den Tag heute verbracht? Wir haben heute in der Tribüne gekuschelt. Ich weiß nicht, was in diesem verfluchten Land hier los ist. Oder in diesem Stadion. Du siehst Leute, in so Spielen siehst du Leute, die siehst du das ganze Jahr nicht. Irgendwelche Eventfans und Spackos, die einmal im Jahr ihre Dauerkarte oder ihre Eintrittskarte nutzen, sich dann in Blöcke schieben, wo sie nie hingehören, klemmen sich dann bei uns rein und mucken dann auch noch auf. Also tut mir leid, aber das ist ohne Verständnis.
Wenn du das ganze Jahr nicht kommst, dann bleib auch an so Tagen mit dem Arsch daheim. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn du nur Stress suchst, dann mach das mit den Braunschweigern aus, aber nicht mit uns hier in der Fankurve. Das geht nicht. Das ist unfassbar. Und es gibt Leute, zufälligerweise, die für andere auch noch einen Platz frei halten, weil die Leute sonst gar nicht mehr reinkommen. Es ist manchmal einfach auch nicht möglich, früher zu kommen. Falls das irgendein von euch jemals in die Gedanken gekommen ist, falls du arbeiten tust, macht das ja was, ne? Da kannst du ja auch nicht jeden Tag überall hinkommen, wo du gerade Bock hast, weil du arbeitest. Ja, da musst du ja auch da hinkommen, wenn du die Zeit hast, dann kannst du da hingehen. Also verlang nicht von anderen, die es nicht können, aus was auch immer für Gründen, dann rumzumucken, ja. Weil dann sei du auch jedes Spiel da, dann kannst du mucken. Aber wenn du nicht jedes Spiel da bist und gefühlt nur zwei Spiele in der gesamten Saison deinen Arsch in die Tribüne bewegst, dann würde ich mal ganz kleine Brötchen backen in deiner Situation. Und das betrifft so einige Tausend in der Stehblock-Tribüne heute. Wir kommen nur zu großen Spielen. Mir geht es nicht darum, dass die Leute nicht da sind. Mir geht es darum, dass es andere Menschen gibt, die jedes Spiel da hinten sind. Die, wo wir Dauerkarten gekauft haben und uns da gerne auch auf unseren Dauerkartenplatz stellen wollen. Und nicht irgendwelche Honks und Pisser da stehen haben wollen, die das erste Mal in ihrem Leben in irgendeinem Stadion rumgammeln und faulen. Ja, um die geht's mir. Ich bezahle dafür einen Haufen Geld, um meinen Platz da zu haben. Und du bezahlst einmal in der Saison, bezahlst du 25 Euro. Und steckst deinen Arsch in die Tribüne, wo du niemals hingehörst. Das ist unglaublich, echt. Bleibt zu Hause, dann habt ihr wenigstens zu Hause euren Platz. Da könnt ihr auch zu Hause eure Trompeten anmachen und eure Rauchtöpfe. Ja, so, und jetzt kommen wir mal zum Spiel. Aber das musste ich eben mal rauslassen. Spiel, ja, angefangen hat es ja damit, dass beide ganz gut dabei stehen und ganz gut dabei sind. Ja, dann 96 ein bisschen besser reingekommen, hat dann auch gut gepresst. Und dann ist ja das 1:0 auch gefallen und ja, da sah das ja schon mal gar nicht schlecht aus. So, nach dem 1:0 haben wir dann als 96 dann natürlich noch uns vielleicht in meinen Augen ein bisschen zu viel zurückgezogen, haben die Braunschweiger ein bisschen zu viel kommen lassen, aber komm, scheiß drauf, wir haben dann mit ein paar guten Szenen dann das 2:0 gemacht, durch einen Elfmeter geschenkt. Ja, der Elfmeter war berechtigt. Ja, ist dann natürlich sehr gut. 2:0, damit ging es dann auch in die Halbzeit. Wir waren uns alle einig, dass das eigentlich eine ganz gute Kiste ist. Meine Stimme ist ein bisschen weg durch das Spiel heute. Ja, und an sich soweit alles in Ordnung. Zweite Halbzeit. In meinen Augen waren wir ein bisschen zu viel passiv da unterwegs. Wir hätten früher, in meinen Augen, hätten wir früher das 3:0 machen müssen. Wir haben es dann am Ende zwar gemacht, es war wohl abseits, aber keine Ahnung. Ja, so um die, ich glaube, 75. oder 80. Minute, kurz vor der 80. Minute, gab es einen Zweikampf so in der Mitte vom Spielfeld. Da gab es dann Rangeleien und was weiß ich nicht alles. Also dumm, dämlich, Idioten halt einfach dabei. Ja, folglich, der Braunschweiger ist dann natürlich mit Gelb-Rot runtergefallen. Natürlich, machen wir gerne, sehen wir gerne, haben wir auch gerne zu Kenntnis genommen. Ja, ein paar Minuten später Rudelbildung im
Auf der anderen Seite noch ein bisschen weiter tiefer in Richtung 16er, der Braunschweiger. Ja. Da ging es halt einfach darum, schnell einen Einwurf zu machen, und dann gab es irgendwo eine Hakelei oder was. Keine Ahnung, auf jeden Fall wurde unser Spieler dann irgendwie umgehauen oder umgeworfen. Ich weiß es nicht, was da war. Auf jeden Fall Riesenrangelei, Riesenrudelbildung. Über mehrere Minuten, kurz vor der 90. Minute war das. Ja, 6 Minuten Nachspielzeit gab es dann, und aus 6 Minuten waren dann, glaube ich, knapp 8 Minuten oder was geworden. Und dann haben wir den Derby-Sieg in der Hand gehabt, und ja. Schön. Ende vom Spieltag, weil wir waren ja die Letzten, die heute gespielt haben. Platz 3. Wir sind auf Platz 3, dem Relegationsaufstiegsplatz. Sehen wir ganz gerne. So, nächste Woche ist dann auswärts auf St. Pauli, so viel ich weiß. Ist auch ein schweres Auswärtsspiel, weil St. Pauli zu Hause auch doch ganz schön stark ist und auch eine gute Mentalität hat. Und das Sauhaufenpack ist dann jetzt auf Platz 17 oder 18, da wo sie hingehören, natürlich, ist klar. Ja, und das war's dann. Ja, außenrum war es natürlich völlig für den Eimer. Ne? Also nicht nur, dass wir fast permanent irgendwelche Polenböller im Gästeblock gehört haben und im Stadion rumgeflogen sind, haben sie uns das Inventar dann auch noch auseinandergenommen. Ich glaube, 10 oder 11 Reihen von den Sitzbänken haben sie dann noch abgerissen und abgeschraubt. Und haben es uns dann in den Unterrang geschmissen. Also, Gehirnamputierte gibt es halt immer, und das sind halt einige davon. Es ist halt das Problem, dass wir grundsätzlich in diesem Land oder in diesem... Das ist eine Rivalität, die schon seit 1964 besteht. Und es ist halt leider so, dass man ein Fußballspiel heute leider nicht mehr mit, sagen wir mal, geistigem Hirn und mit Menschenverstand führen kann. Man muss immer irgendeine Scheiße bauen. Und die haben halt eben gemeint, ja, dann schrauben wir halt eben mal die Sitzbänke ab. Ja, ist natürlich so unnötig wie alles andere auch. Naja, von Fackeln werfen und Böller schmeißen brauche ich ja wohl euch nicht erzählen. Das wisst ihr ja schon selbst. Ne? Gut, das war's. Das war die Spieltagsanalyse heute. Ich wünsche euch eine angenehme Woche. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr ja gerne mal hier bei Instagram und so weiter durchgucken, ne? Bin ich ja auch, und auch gern mal bei WhatsApp, da habe ich einen WhatsApp-Channel, da kommen dann auch noch ein paar Sachen hin, und dann wünsche ich euch erstmal eine schöne Woche, bis dahin, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Wochenende, ciao! Stop, 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 stop.